dass ich dann hier von der Schützenkompanie Schrobenhausen willkommen geheißen wurde, dass die Böllerschützen aufgetreten sind, die Jagdschornbläser. Das ist natürlich wirklich alles ein großartiges Erlebnis. Ja. So einen schönen Wahlkreis möchte ich auch einmal haben, lieber Erich. Ich bitte Sie darum, zur Wahl zu gehen. Das ist das eine. Ich glaube, es ist ein demokratischer Auftrag an jeden von Ihnen und an alle, die hier in diesem Land leben. Wenn Sie uns natürlich wählen, freut es mich. Das ist klar. Wenn Sie uns nicht wählen, so gerne bloß, ich werde versuchen, Sie von uns zu überzeugen.